passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Nämlich es gibt nicht ein Orchester auf dem Podium, aber es gibt ein Orchester im Saal zwischen das Publikum oder das Publikum zwischen das Orchester, wie man es sagen wird. Und wenn es dann später auf dem Podium nochmal gemacht wird, dann ist es ein ganz anderes Erlebnis. Für mich war das sehr besonders, einfach mitten ins Publikum zu sitzen. Sehr neu und sehr spannend. Von dem, der zuhört und der spielt, eine ganz nette Begegnung, auch wenn sie dann nur ganz kurz stattfindet. Das ist schon ein besonderes Erlebnis. Also ich saß heute neben der Violine. Erstmal hört es sich natürlich komplett anders an und man kann die Musiker beobachten, bis zu den Füßen. Man hat das Gefühl, man ist mit dabei, man kann in die Noten gucken. Ich konnte doch merken, dass ich ein ganz anderes Gehör habe für die Bläser im Hintergrund, die sonst nicht diese Aufmerksamkeit bekommen. For me, as a bass player, I used to sit beside the bass group, the cello section, trombones. This time I didn't have any neighbor like this. My neighbor was audience and two violins and one oboe. That was two roles in front of me. So, es ist eine ganz, auch für ein Publikum, sich richtig die Ohren gut zu benutzen. Ich fand es wunderbar, besonders weil ich mir diesmal andere Musiker ausgesucht habe, neben denen ich gesessen habe. Letztes Jahr habe ich neben dem Bass gesessen, dieses Mal neben den Streichern, das war toll. Man merkt, wie die Spannung im Körper mitfiebert, die Finger zittern mit, als wenn sie selbst mitspielen. Ein tolles Erlebnis. Nach dem Schluss war ja das gleiche Stück nochmal von der Bühne her. Hörte sich das ganz anders an. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, fand ich toll. Diese ganzen jungen Menschen aus aller Welt, ich finde das einfach großartig. So was zu machen, ist genau, glaube ich, das Richtige, um ein neues Publikum zu haben. Für mich ist das eine ganz große Bereicherung. Kann ich nur jedem empfehlen. As Mr. Bernstein said, to make music as a friend, I believe that we just took away the wall between music, orchestra and audience. We were together. That's the reason why this project is called Zoom.